Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Herr der Ringe. Mit dabei ist Finn und sonst gerade zumindest niemand. Also vielleicht kommt noch der beste Minecraft-Spieler der Welt, aber wer weiß. Oh, warten wir Gandalf hier? Wo ist der hin? Weiß ich nicht. Hallo? Wir folgten. Ah, du musst vielleicht die Quest noch mit dem machen. Habe ich die ganze Zeit, aber irgendwie muss ich das Ganze wieder von vorne machen, weil das Ding nicht will. Oh, hier liegt, so, hier liegt Svens, also Sven als Grab. Ja, irgendwie, letzte Folge war jetzt nicht so gut für uns, also wenigstens habe ich wieder ein Questbuch, aber... Drücke L, um die Karte zu machen. Ey, ich habe keine Karte. Du musst dem... Oh, Finn, das habe ich vergessen dir zu sagen. Du musst in die Einstellungen gehen, auf Steuerung und dann runter scrollen zu... Ja. LOTR steht dort ganz, also in alles groß geschrieben. Und dann musst du das Menü auf irgendwas anderes umstellen. Also ich stelle es immer auf Ü. Auf Ü. Gut, habe ich. Okay. Gut. Aha. Wo ist der hin? Er ist hier. Ah, da ist der. Hallo, was? Oh. Was rennt der? Okay, Finn, ich lass dich mal ein bisschen Spaß mit Gandalf haben. Währenddessen hole ich mir ein paar spezielle Sachen, dass ich Haus bauen kann. Nuss Silvester und reicht das meinen die damit? Komm mal zurück. Ah, Finn. Hallo? Ja, ich bin noch da, ich bin noch da. Da steht Nuss Silvester und drei. Das sind die Pfeiltasten. Nicht so gut. Ach so, ach du Schee. Okay, viel Spaß. Ja. Mit diesem alten halt Mann. Nicht, hau nicht ab, dummer Wanderer. Okay, ich glaube, Finn ist zu weit weg, um mich jetzt noch zu hören, oder? Ja. Okay, dann kann ich mein Mikrofon auch rausmachen. Ja, Leute. Letzte Folge haben wir ziemlich aufs Maul bekommen von einem Tower Golem. Weshalb meine ganzen Bundles weg sind. Das macht mich sehr, sehr sad. Denn nun ja, ich mag's eigentlich schon. Warte. Mein Sound ist ganz komisch eingestellt, also generell. So. Spieler sollte auch Sound haben. So, jetzt hört man, wie ich Blöcke abbaue. Endlich geht's wieder voran mit dem Sound. Und ja, letzte Folge war ein bisschen Chaos und so, deshalb war die Tonqualität ein bisschen schlechter. Aber das ändert sich ja alles und ich sag's jetzt schon mal, nächste Woche, also für mich kommt es auch noch diese Woche, sogar sehr, sehr bald, morgen. Dort kommt das neue Mitglied, also das erste neue Mitglied, und zwar Still Just Nick. Bei dem war ich ja auch dabei, bei Minecraft Engine, das dann halt ein bisschen gedeiht ist, aber so ist es halt manchmal mit ein paar Projekten. Okay, dort war nur Müll drin, da war nur Müll drin, das war es nicht wert. Okay. Ja, also ich kann auf jeden Fall verstehen, warum die Hobbits diese Türme weghaben wollen, weil ich wollte ja auch in Pandoria immer weghaben. Aber wir brauchen dafür halt viel besseres Equipment. Und nun ja, wir wissen noch gar nicht, wie lange das Projekt geht oder was alles passiert, weil das ist halt so endlich ein Projekt ohne wirklich Roleplay. Vielleicht kommt es irgendwann dazu, aber wir spielen einfach Minecraft und man streitet sich ja so aus Joke immer mal wieder in Minecraft. Finn, ich sehe, dass du den grauen Wanderer versuchst zu töten. Ich habe den Aussehen geschlagen und dann greift er mich an. Ich will dir nur eins sagen, du wirst jetzt für den Rest deines Lebens stehen. Was? Wenn man in Überlebensmodus ist, stirbt er nicht. Viel Spaß! Ich kann... Wie soll ich den töten? Das ist der lustige Teil. Du kriegst es nicht hin. Das wird für immer so gehen. Oh, da ist Finn tot. Finn, renn. Renn. Renn aus seiner Agro-Range raus. Wisst ihr, Leute? Ich bin jetzt halt ganz nett.
Ey, grauer Wanderer! Nein, schau! Der kann nicht mehr springen über zu die Zäune. Oh, scheiße! Der ist schlau, der ist schlau. Ich bleib in mein Haus hier drin. Ich weiß. Los, komm! Gandalf, ja, komm! Alter, Gandalf, komm her! Packen. Ich muss ja her. Ich muss wegrennen. Du musst wegrennen, ich versuche ihn aufzuhalten. Ja, aber dann schimpfst du auch! Nee, weil mich greift er nicht an, weil er auf dich aggro ist. Oh, das ist schön. Oh, wir haben ihn eingesperrt. Renn einfach weg, bis er nicht mehr auf dich einen Fick gibt. Und wie tötet man den? Gar nicht. Oh, er ist weg. Naja, viel Spaß. Ich komm mit dir. Oh, du kommst mit. Auch gut. Ja, wenn ich wüsste, wo du bist. Ich bin. Ja. Hier oben. Tja, ich muss mich so einen Ort suchen, wo ich mein Haus hinbaue. Ja, und ich musste erstmal einen Ort finden, wo ich wieder mein Zeug alles krieg, weil ich habe alles verloren wegen diesen Drecks Tower Golem. Oh. Warte, ich habe glaube ich was zu essen, wenn du was brauchst. Ich habe noch ein Steak. Hier. Und jetzt fängt's an zu regnen, sehr schön. Jetzt hast du 4. Ah, sehr schön. Oh, was ein Wunder, der Regen hat aufgehört. Was ein Zufall. Wie kann man darauf kommen? Willst du Blumentopf? Nein. Ich nehme diesen Baum hier mit. Bauen, du? Ja, ich suche einfach nur... Warte, da unten habe ich einen großen Baum vorhin gefunden. Warte, das dauert voll lange zum Abbauen. Haben wir... Warte, nein, 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 nicht mit der Hand, nicht mit der Hand, nicht mit der Hand, nicht mit der Hand. Ich glaube, wir haben Tree Capitator drin. Das kann sein. Warte, haben wir die Timbermod drin? Ja, haben wir. Oh, Leute, das macht so angenehm. Gott sei Dank. Oh. Weil ich muss mir erstmal wieder. Da unten ist dieser große Baum. Siehst du den? Ja, den würde ich aber nicht mit einer Holzachse abbauen, weil das tut dir trotzdem so viel abziehen wie bei einem normalen Baum. Ich glaube, man kann den gar nicht abbauen so ganz, oder? Doch schon, wenn man eine Axt hat, die stark genug ist und viel Zeit, weil man dort eine Zeit lang stehen wird, wegen dem ganzen Holz. Oh nein, ich bin weggekommen. Ich glaube, siehst du diese Windmühle da oben am Arsch der Welt? Gerade nicht, weil ich gerade auf den Holzstamm fokussiert bin. Oh, ich hab schon angerufen, irgendwas. Wo bist du? Ich bin immer noch im selben Wald. Ich bin... Also ich auch, ich bat mir den großen Baum. Okay. Ah, gleich ist der Baum weg. Und dann kommst du mit. Dann komme ich. Oh, das war ein schön großer Baum auch. Also nicht so groß wie der große Baum, aber groß genug. Ja. Habe ich noch irgendwo Holz liegen gelassen? Ich zeige, wo ich meine momentane Basis aufbauen werde. Okay. Nur vorübergehend, bis ich genügend Materialien habe, ein eigenes Haus zu bauen. Ich werde erst in der Windmühle da oben wohnen. Ah, du machst so den... Sollte ein Hobbit drin sein, werde ich den einfach abschlachten. Ich würde das nicht machen, dann hassen dich die Hobbits. Ja, und ich hasse die auch. Raus, okay, mein Haus, raus, raus! Tschüss. Nein, mein Heu! Hallo, mein Essen! Ich hab nur ein bisschen was genommen. Was hältst du hier? Ja, okay. Ja. Ja, geht schon. Die hat eine Quest für mich. Oh, da ist eine kleine Beute drin. Ich soll da ungebrannte Lebenteller bringen. Das ist eine Quest, die ich gerne mache. Ich weiß, wie man die macht. Man braucht einfach nur Lehm. Und das kriegt man in jedem Gewässer gefühlt. Stimmt. Naja. Ich schaue mich hier auch noch mal ein bisschen um. Vielleicht finde ich hier irgendwas weiter weg oder sowas Schönes. Ja, das wäre auf jeden Fall interessant. Ein Ort. Wollen wir ein bisschen die Welt erkunden gehen? Möchtest du mitkommen? Ja, ich... Also, ich laufe eigentlich voraus gerade. Ah, dann passt doch. Warte, haben wir hier zwei Betten drin? Aus und schauen zum. Wir haben hier zwei Betten drin, okay, gut. Dann geh auch mal schlafen. Ich habe selbst ein Bett dabei. Oh, oder so. Ja, ich nehme einfach eins. Das ist gemütlicher. Ich nehme einfach eins von dem mit. Oh, die ist verheiratet. Wie schön für sie. Dankeschön fürs Essen.
Warte, ich schau mal hier. Und hier im Essen. Hatten Essen. Wir brauchen das mehr als die, das sind nur NPCs, hier sind echte Menschen. Finn? Ich habe noch gar keine Werkbank. Ich schau, dass eine Kuh in der Nähe ist. Warte, nehmen doch auch die Sachen hier mit, die sie haben. Ja, warte kurz. Ich suche eine Kuh gerade. Ich möchte den Zuschauern nämlich eines der wichtigsten Features dieser Mod zeigen. Und ich nehme deren ihre Möbel mit. Okay, ich trinke erstmal das Leichte, also nur ein Bier. Ich bin hinterm Haus. Ah, da bist du dahin. Hast du vielleicht diesen Milcheimer, den die dabei hatten, genommen? Ah, sehr gut. Ja. Leute, ihr seht vielleicht Kirschlikör mit Alkoholgehalt von 10%. Ah, ich verstehe. Ja, man kann trinken. Ah, so gut. Da habe ich auch noch ein bisschen was. Hab extra einen Beutel dafür anfertigt. Bin extra. Er muss wissen, Finn. Ich erinnere mich voll an Magic, da hatten wir auch immer diese Trinksituation. Ja, Magic war sehr interessant. Ach ja, Alexa spricht aus dem Nichts. Sehr schön. Danke, Alexa, dafür. Oh ja. Warum redet die? Alexa, rede weiter mit mir. Alexa, bitte, ich brauche diesen Kontakt. Bitte, Alexa. Alexa drauf. Okay. Die hört dich sogar! Die hört dich sogar! Durch die Kopfhörer! Alexa, spiel Never Gonna Give You Up an! Hast dich reingehackt oder so? Alexa, spiel Never Gonna Give You Up von Rick Astley ab! Rechts diese Hütte an. Nein! Wieso eigentlich? Schau mich hier. Oh, Bogen. Ist das ein schönes Haus? Schinken? Sehr langweilig. Schön. Langweilig, ich. Oh! Oh! Kakaobohnen sind gut. Noch ja, genau. Ich wollte so noch mal. Oh, ich hab grad ganz viel Kuchen gegessen. Cool, ich bin zu voll, die Sachen zu machen. Was ist. Oh, was ist das für ein Haus? Turm da. Oh, das ist voll. Oh! Moin! Der beste Minecraft-Spieler! Und da hat grad ein. Sehr gut. Warte! Warte, ich schreibe kurz mit dem besten Minecraft-Spieler. Ja. Finn? Ah, Finn, hallo, hallo, Finn, du bist ein bisschen weit weg von mir gewesen. Okay. Ja, ich habe hier ein Haus ausgeraubt. Ich meine, nicht ausgeraubt, ich meine, ich war hier zu Besuch. Sag ja oder nein. Sehr schön. Dann machen wir den geheimen Zauberspruch, den darfst du machen, weil der Name ist mir zu lang. Ich gehe schon mal ins nächste aus, das genau vor uns liegt. Hä? Wo? Moin! Hier. Hallo. Wie ist Mike? Das Mic geht, also es übersteuert nicht so wie letzte Folge. Übersteuert's noch? Oder gar nicht? Also, es übersteuert gar nicht eigentlich. Trotzdem mal 2. Wie ist 2? Es macht keinen großen Unterschied. Okay, warte. Dann mache ich noch 1. Du bist ein bisschen leiser jetzt, hat. Warte, Finn, komm mal hierher. Ja, aber das stimmt. Also 2 ist gut. 2 ist gut. Hört man mich eigentlich gut? Weil das habe ich gar nicht gefragt. Mach mal auch ein bisschen runter. Okay, Verstärkung mache ich dann auch auf 2. Das Gute ist ja, jetzt nehme ich endlich mit 2 Spuren auf, weil mein Schnittprogramm auch die 2 Audiospuren supportet. Das heißt, falls ihr zu leise sein solltet, kann ich euch einfach lauter machen. 2 ist gut übrigens. Okay. Finn? Ja. Okay, ich glaube, Finn hat auch auf 2 gestellt, weil ihr seid gleich laut. Sehr schön, Finn. Ich habe jetzt. Willst du dein Buch wieder? Nein, das habe ich extra, weil ich habe es doppelt. Ich habe es jetzt auch doppelt. Jetzt hast du es ja dreifach. Nee, jetzt habe ich es wieder einmal, weil ich das zweite gedroppt habe. Nimmst du schon auf oder noch? Ja, ich nehme schon auf. Ja.
Ich habe nämlich mit Finn angefangen einfach, weil er schon da war und dann, ja, jetzt bist du dabei. Sehr positiv. Okay, was willst du? Nee, ich mach keine Kuchen-Quests. Ah, da ist eine Kuchen. Ich würde nicht in... Also nicht ganz so. Ich würde nicht in den Turm generell reingehen, weil wir verlieren nur wieder mein ganzes Equipment, weil ich habe keine Beute mehr. Der Spinn. Ah, wenigstens ist mein WLAN diesmal besser. Okay. Wow, ich hab Knöpfe. Ah. Schmetterling. Ich möchte den Schmetterling umbringen. Ja, ich hab den Schmetterling umgebracht. Okay. Ja, wir schauen einfach nur nach einem Ort, wo man rein theoretisch ganz gut die unsere Base bauen könnte. Also halt nach einem schönen Ort. Glevel in the Galadrim Wanderer ist in der Nähe von Slot 45 gesehen worden. Digga, Titel. Ja, wer ist das? I don't know. Er ist einfach Glevelin. In welche Richtung gehen wir eigentlich? Richtung Mordor oder wohin? Ich würde derzeit noch im Auenland bleiben, weil das ist so die Safe Zone in der Mord. Und wir müssen erstmal besseres Equipment kriegen. Er hat ein Eisenschwert von einem Turm, aber... Ja, wir sollten auch in der Höhle gehen. Ja, ich habe auch ein Steinschwert. Wir müssen nur eine finden. Easy. Finden wir. Irgendwo hier muss es eine geben. Okay, das Schaf hatte bestimmt Kinder, aber... Hatte es. Wolle. Und Brot. Ich hasse diese Brennnesseln. Warum dachte man sich, das muss ein Feature sein, dass es in der Herr der Ringe Mod gibt? Gute Frage, nächste Frage. I don't know. Guten Tag, liebes Haus. Habt ihr hier was anzubieten? Hier ist ein Chest einfach. Oh, ich glaube, das ist ein Battle Tower. Oh, Klaus. Ja, hier war ein Battle Tower. Immer wird mir nicht zugehört. Immer wieder dasselbe. Ich gehe jetzt einfach mein Farmleben führen. Ich gehe jetzt einfach ins Farmerleben, hab den Kuchen weggegessen. Ich werde deine Hütte abreißen. Was? Welche Hütte? Da, wo du jetzt gerade drin bist. Das ist deine Farm. Du wolltest doch immer eine Farm. Ja, aber ich habe meine eigene Farm. Gibt's hier irgendwo einen Sattel vielleicht drin? Ach. Du checkst wieder Gucci natürlich, besser Minecraft-Spieler. Ja, lol. Ja. Bro, wieso ist hier nirgends eine Höhle? Ich habe absolut keinen Plan. Wir sind gefühlt im Nirgendwo. Und ich brauche endlich wieder Steintools. Ah, gutes Wetter. Oh, das war ja lang der Ring. Ich weiß nicht, wie das sich so schnell geändert hat. Aus dem Heitern nichts. Tja, wie ist das denn nur möglich? Brennnesseln, ich töte euch alle. Hast du Holz? Ich habe 46 Eichenholz. Ja, mach mal Bergbank und bitte. Warte, ich hab den Werkbank auch hier. Sticks bräuchte ich auch. Also mit zwei Werkbänke. Weißt du, welche Wort man noch adden kann? Welche? Diese, dass man sehen kann, was in der Mission ist, sieht so. Das ist komplett Client-Side. Also das kann man einfach installieren und dann funktioniert's. Die Mod gibt es nicht mal mehr auf unserem Server-Provider. Ach so.
Hast du vielleicht einen Cobblestone? Hold on. Was? Ich grab mir kurz diesen Baum hier. Ich helfe ein bisschen mit. Dann geht's schneller. Hat ja gut funktioniert. Die Axt reicht nicht. Egal, wir werden in diesem Drecksloch eh nie mehr. Das ist, glaube ich, ein Höhenangang. Das glaube ich. Ah, doch nicht. Doch. Ah, der beste Minecraft-Spieler findet natürlich wieder alles. Ah, das ist so schön. Das ist perfekt. Und wer macht morgen bei der Aufnahme mit von diesem Projekt? Morgen. Wenn ich Zeit habe, mache ich gerne mit. Kommt drauf an, wann. Ja, das weiß ich noch nicht genau, aber es kommt ja ein neues Mitglied auf diesen Server. Ja, bei mir weißt du ja, um wie viel Uhr ich Zeit habe. Ja, Finn habe ich schon gefragt. Also Leute, ihr wisst, wenn morgen keiner von denen dabei ist, dann hat sich das zeittechnisch nicht so ganz ist es nicht so ganz aufgegangen. Minimal. Boah, ich bin so abgefuckt, dass ich keine Beutel mehr hab. Oh, dann würde ich dir raten, etwas suchen. Ja, die findet man ganz, ganz schwer, oder man kann sie durch Quests bekommen, diese Beutel. Quests. Ey, ich habe einen gefunden. Man bekommt die auch oft in Lodge Dungeons. Ja, I know. Die kann man finden. Habe. Jetzt hat er meine Kohle aufgesammelt. Sorry. Weil mein Inventar voll ist. Oder? Ich sag dir ehrlich, lass lieber aufteilen. Ja, ich bin sad. Dass ich keine fucking Dings hab. Soll ich dir welche geben? Nee, ich möchte schon, wenn schon, wieder selber verdienen. Ich meine, ich bin auch mit denen gestorben und dann hat der Tower Golem mein Grab zerberstet. Ich bin euch ehrlich, ich gehe zu einer anderen Höhle, glaube ich. Okay. Weil das macht mehr Sinn, glaube ich. Weil hier in den Höhlen passiert eigentlich eh nichts. Wobei es eigentlich auch für die Aufnahme ein bisschen doch ist, sich so aufzusplitten, wenn ich mich aufnehme. Naja, ich habe das eigentlich auch mit Finn am Anfang der Aufnahme gemacht, weil der musste mit Gandalf reden und ich habe währenddessen ein bisschen Holz geholt. Alright. Welches Formel 1 Auto ist denn bei dir vorbeigefahren? War wahrscheinlich wieder irgendein Porsche. Wahrscheinlich, ja. Und deshalb lebe ich nicht gerne in der Stadt, sondern auf dem Land. Ich auch. Wir sind halt echte Dorfkinder und er eigentlich auch, also. Ja, ich kenn sein. Ich hab die ganze Kohle schon abgebaut. Ah, okay, wir sind draußen. Ja, wir müssen eh langsam die Aufnahme beenden. Besser Minecraft-Spieler? Ja. Komm mal raus! Kannst du mir mal sagen, wie man so ein Wegpunkt-Teil da macht? Oder schreib mir einfach auf Discord. Die Steuerung. Du drückst auf U. U. Und dann hinzufügen, bearbeiten. Und dann kannst du alles reinschreiben, was du willst. Ich schreibe zum Beispiel gerne, ich esse kleine Kinder als Namen. Achso, das ist es schon. Okay, das ist es schon. Dankeschön. Okay, ja, wir nehmen jetzt schon wieder eine halbe Stunde ungefähr auf. Das heißt, ich müsste ein bisschen, ja, noch das Video drunter schneiden und alles und dann wird es vielleicht so 28 Minuten, weil hier schneide ich nicht so viel raus.
Und ja, dann würde ich sagen, ciao, Leute. Lucifer zweimal auf der Schulter sagt, let's go. Doch er soll sich ficken, wenn er denkt, er kann uns hoch. Ich steh in Flammen.